Ja, hier haben wir letztes Mal aufgehört, ja. Da ist irgendwas. Das ist ja so ein Boss-Typ. Das Monster kommt! Da muss ich mit dem Kreis laufen, dann war. Das Monster kommt! Alter, ist da noch ein Stief? Ich weiß nicht genau. Kann auch sein, dass irgendjemand hier Leichenteile um die Welt geschmissen hat. Geht schon mal gut an, ne? Müssen halt aufpassen, ne, hier gibt's noch andere Viecher. Das Monster kommt! Also da schießen noch andere Viecher, ne? Ja. Das Monster kommt. Die schießen da auf uns. Wahrscheinlich müssen wir den erstmal bloß ausweichen, oder was? Ja. Das Monster kommt! Knospe siehst du ja, oder? Ja. Pass auf den anderen auf. Okay, der ist weg. Pass auf den anderen auf. Jo, moin. Ja, ist ja gut, komm. Wollen wir ja die sehen hier. Ja, den müsst ihr erstmal hier hinlocken. Und dann müssen wir eben mal rum, würde ich sagen. Und dann hinten die zwei wegballern. Du musst aufpassen, dass du nicht in Schussrichtung stehst zu den Typen hier. Da ist einer. Du musst halt aufpassen, dass du nicht in Schussrichtung stehst. So, wo rennt denn der jetzt lang? Der rennt jetzt da lang. Gut, dann. Aua. Würde ich vorschlagen, gehst du jetzt hier rechts, genau. Und weiter, 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 weiter. Einfach hier Stücke hoch. Oh, hier gibt's ein rotes Kraut. War das? Weiß ich nicht. Hier nebenan ist auch noch einer. Das Monster kommt! Hier im Trockenwald. Egal welche, wa? Ich glaube immer mal hier so lang. Okay, der eine ist tot. Hier ist noch ein rotes Kraut. Dann gehen wir da raus, noch ein paar mehr machen, wenn du brauchst.
Okay. Jetzt hier ein paar Kräuter. Ja, ja, weiter. Ein Schutzschild. Schmeißen Granate. Granate. Gehen wir wieder? Nee, jetzt sind drei Stück am Rand hier. Einen hast du nur getötet. Zwei leben noch und der Boss. Okay, Boss ist down. Ausgewichen, ja. Er ist tot. Geh ruhig näher ran, triffst du besser. Tot. Nur einer, ne? Oder waren's? Ich glaube, das war's, ja. Okay. Hier liegt hier nochmal Muni. Okay, wir müssen jetzt irgendwie dem Rohr folgen, oder was? Nee. Also der Schalter ist an, aber hat sich irgendwas getan? Hab ich nicht drauf geachtet. Oder müssen wir einfach wieder Bus zurück? Probieren wir mal, ja. Ach, jetzt weiß ich wahrscheinlich, was diese roten Punkte sind. Diese Käfer, oder? Das sind wahrscheinlich diese Käfer, ja. Okay, also hier schon mal nichts. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt angemacht? Ich habe den Schalter angemacht und seitdem ist das Licht da oben grün. Aber ansonsten war ja kein Ausgang weiter. Wir konnten ja nirgendwo hin. Da war auch keine Leiter, wo man hätte klettern können vielleicht. Oh, hier ist ein neuer Gegner. Nur weil er wieder hochkommt, Alter. Das Monster kommt! Nice. Hier ist mein Stein. Da blinkt was grünet. Ah, dann ist das jetzt neu wahrscheinlich.
Wir sind wieder rein. Nee, ne? Nee. Da? Ah, gucken wir einfach mal. Nee, wir denn da rein irgendwo. Okay, ist neu hier alles. Das Giftgas weggemacht. Sehr schön. Das ist die Bank. Könnten jetzt hier runter, ne? Geh mal runter. Es hat geklappt. Wir können jetzt durch. Das ist die Qualität schlecht gerade, ey. So verpixelt. Schlechter als gestern? Ja, Bild ist gerade sehr verpixelt. Ist wirklich schlecht gerade. Nochmal neu starten, wenn es gespeichert hat. Naja, weiß nicht, woran es liegt, aber gerade geht's wieder. Okay, also vom. Ne, warte mal, wir haben das doch extra angemacht. Damit wir weiter nach unten können, war das denn so? Ah ja, stimmt ja. Wir müssen ja nach unten. Was neu haben wir nicht gefunden? War hier irgendwo ein Fahrstuhl vielleicht? Hier ist ein Fahrstuhl, ha? Ja. Ach, die Lift-Aktivierungsschlüssel, genau. Der fehlt uns noch. Wir haben keinen Lift. Aktivierungsschlüssel. Was ist, wenn wir jetzt wieder zurückgehen? Genau, dafür haben wir ja die Leiter runtergestoßen wahrscheinlich. Kommen wir jetzt vielleicht woanders lang, dadurch, dass wir jetzt Giftgas weggemacht haben? Ja. Sollen wir mal ausprobieren? Nee, ist noch da, wa? Schön gewartet, war bis der Kopf drin rein. Genau. Ja, das hat er hier nicht weggemacht. Das heißt, irgendwo hat er es eingezogen. Mal kurz was gucken. Nee, ist falsch. Wir müssen da nach unten kommen. Wie kommen wir da nach unten? Da, guck mal auf der Karte. Da müssen wir hin, da drüben. Da. Zu diesem Gang. Siehst du den bei mir auf der Karte? Ja. Zu diesem Nachbargang hier drüben müssen wir hin. Der Bruder. Ja. Wie kommen wir da hin? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Vielleicht hier durch das Haus? Hier? Kann man hier hoch? Nee. Na oben. Echt da lang. Thank you.
drüben, ne? Ja, genau. Da müssen wir hin. Müssen da irgendwie hinkommen. Oh, jetzt wäre dieser Käfer. Kann nicht sein, dass du rufballern musst auf den. Haben wir das schon probiert? Ah, ja, hast du schon probiert, ja. Kannst du. Nee, kannst du Dinge hier mal durchschieben? Bitte? Wenn du wieder Luft hast. Geht nicht. Schon ganz hinten halt. Das ist schon ganz hinten. Weiter geht's nicht. Vielleicht kann ich den auch nur mit einem Stein abschmeißen. Probier mal. Kann sein, ja. Probier mal kurz mit dem Stein. Können wir gerade eh nicht viel machen. Wie kommen wir da hoch? Das ist die Frage, ne? Nee, kommen wir nicht mehr lang. Wir hatten aber auch hier nirgendwo so ein Gitter, was wir mitnehmen konnten, oder? Nicht, dass ich wüsste, nee. So was bräuchte man jetzt nämlich. Ich meine, wir haben zwar da auch noch so ein komisches Dingsal, genau. Vielleicht kann der was raussaugen. Ja, es muss irgendwo noch einen Schalter geben für das hier. Für so eine Belüftungsschacht. Ah, die Frage ist nur wo. Vielleicht müssen wir irgendwo hier wieder zurück. Weiß ich. Meinst du, hier hinten gibt es einen Schalter? Ich meine, ich habe ja den hier angemacht, ne? Dadurch ist es ja dann erstmal weggesaugt worden. Warte mal, hier ist ja neben. Nebengang. Ja, und da müssen wir wahrscheinlich auch hin. Wahrscheinlich. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ne? Aber wir brauchen halt diese Liftkarte, die haben wir nicht. Die haben wir auch noch nicht. Mal. Dann müssen wir hier nochmal lang. Immer hier lang. Oh, was ist denn da? Ach ne, das ist halt, wo wir die Liftkarte brauchen. Guck mal kurz bei dir mit. Ich bin nicht hier im Gang. Oh. Dann geh da mal rein. Ich kann Natalia nicht allein lassen. Okay. Drücken wir nochmal. War das jetzt richtig oder sind wir hier damals reingekommen? Ah, hier sind wir damals reingekommen, ne? Okay. Nee, da muss da hinten nochmal irgendwas anderes sein. Müssen wir uns hier nochmal ein bisschen umgucken. Kommen wir hier so lang? Nee, ne? Und wenn wir hier lang gehen, ist der Ausgang, ne? Der hat gerade wieder gespeichert. Warum speichert der? Und sind die Gegner? Ja, freut mich auch gerade. Weiß ich nicht, normalerweise. Jetzt runtergefallen oder? Ich bin gerade runtergefallen, ja.
Die ist tot. Oder auch nicht. Jetzt ist er tot. Und der hier aber schießt, ist der da drüben. Das Monster kommt! Bisschen höher. Ja, genau. Warte mal, andere Waffe. Das Monster kommt! Okay, was? Ich bin abgestürzt. Ja, warum war hier schon mal? Also bist du ja noch Gegner immer da? Ah, und hebst die Hände so hoch. Ist komisch, dass hier wieder Gegner sind, ja. Auf jeden Fall. Willkommen zurück, Minchen. Übrigens, danke für diesen schönen Post im Talk. Ich kicher nur ein bisschen. Nochmal vielen Dank für den schönen Talk. Kannst du den Text noch mal ein bisschen bearbeiten? Mir fehlt so nur so ein, zwei Sachen. Wäre ganz cool, wenn du die noch vielleicht hinzufügen könntest. Zum Beispiel, wo halt die Liste zu finden ist, ne, mit den Punkten und so. Fehlt halt leider. Aber ansonsten super geil, dankeschön. Genau, jeder Punkt zählt, ist auch richtig. Selbst ein Punkt kann alles entscheiden. Aber trotzdem danke, Minchen, dankeschön. Sehr, sehr geil von dir. Nimm mal, ich geh mal was weggeschoben, hier kannst du durch. Oh, okay. Aber hier liegen auf jeden Fall noch welche. Da vorne ist etwas, sei vorsichtig. Mal rechts, linke Bein. Das Monster! Wenn du es ja siehst, dann brauchst du ja nicht mehr Truff zeigen, wa? Nee. Okay, dann probier's mal. Kann ich in Zukunft machen? Kannst du nicht mehr bearbeiten, oder was? Das war so ein kleiner Happen zum Appetit machen. Ah. Okay, was haben wir hier noch? Kann ich die Tür aufmachen für dich? Oh, ich brauche Luft. Ja. Oh, weil der schneller oben ist als ich. Im Kopf. Das Monster! Wie der denn? Der hat ja zwei. Das Monster! Das Monster kommt! Getroffen. Außer Gefecht. Das nicht mehr. Das Monster! Nice. Nicht mehr so viel Muni war. Jupp. Okay, da drüben ist glaube ich nichts, oder? Ah, guck mal, was hier ist. Ah. Hast du wieder Muni? Ich weiß nicht, was du hast. Jetzt wieder, ja.
Auf jeden Fall war der Happen ziemlich cool. Ach so, genau, was ich meine ist, was natürlich leider noch ein bisschen gefehlt hat, war die Tatsache, dass müssen wir hier hoch, ja, oder was? Diese at everyone oder at here. Falls du dich jetzt wunderst, was der Unterschied ist zwischen at everyone und at here. At everyone ist halt, jeder bekommt was, egal ob der online oder offline ist. Und at here wäre dann tatsächlich nur für die Leute, die auch vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Aktuell online sind. Die Muni wird sie nicht. No. Kannst du das auch machen? Mach mal. Wieso, weil es gerade so aussah? Ja, sah gerade so aus. Ja, oder zwischendurch, gerade so, vielleicht da, wo es passt oder so. Ich mache es meistens so mal am Anfang, ja. Genau. So, 11. Februar. Endlich habe ich die Gelegenheit, in der Mine für unsere Wohltäterin zu arbeiten. Jetzt werde ich richtig Kohle, Chefin. Ich habe erst davon erfahren, nachdem ich hier zu arbeiten angefangen habe, aber anscheinend stellen die in den unteren Ebenen Medikamente her. Man braucht eine spezielle Erlaubnis, um darunter zu gehen. Und die Sicherheit dort scheint ziemlich streng zu sein. Muss wohl etwas ziemlich Wichtiges da unten vor sich gehen. Geht das auch nachträglich? Nee, wäre dann, glaube ich, was fürs nächste Mal. Falls da nochmal was kommen sollte von dir aus. Oder wenn ich dich dann nochmal fragen würde. Eigentlich dachte ich ja, also ich habe ja gehofft, dass vielleicht ich diese Discord-Arbeiten, sage ich jetzt mal, Kevin zukommen lassen kann, damit er zum Beispiel auch Moderator wird und so. Aber er wollte nicht auf Discord-Sachen eingehen und Discord-Sachen machen. Also er wollte ein normaler Zuschauer bleiben. Aber ich glaube, nachträglich geht das nicht mehr, nee. Wir können es gerne ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es nachträglich nochmal geht. Es sind ihre eigenen Leute, die in der Forschungsanlage arbeiten, aber es arbeiten auch einige von uns Inselbewohnern dort. Jeder, der direkt für sie arbeitet, bekommt einen ordentlichen Batzen Lohn. Das Geld, der Status, wer würde das nicht für sich wollen? Aber in letzter Zeit haben sie eine Menge neuer Leute angeheuert und die sind noch nicht mal besonders schlau oder tüchtig. Anscheinend brauchen die einfach nur Dutzend neuer Leute. Ich habe da eine Menge Menschen reingehen sehen, aber es kommt nie jemand heraus. Es muss wohl da unten noch einen anderen Ausgang geben, nicht? Gruselig. Okay, da haben wir schon mal den Schlüssel. Kurz gucken, gibt es hier irgendwas? Außer der innere Rubin. Spinter so viel macht, die man aufmachen konnte. Gibt es keine, die man aufmachen kann, ja. Das war's, ne? Mehr ist hier nicht. Mehr ist nicht, nee. Hab es mal probiert. Dankeschön, Mienchen. Wie geht's deinen Kopfschmerzen? Ich hoffe wieder besser. War da hinten noch was? Nope. Ja, sonst wäre ich nicht hier. Ja, dumme Frage natürlich wieder von mir, ne. Sowas kann ja auch immer nur von mir kommen, ey. Falsche Seite. Wir haben sogar noch zwei Toolkits, ne? Warum hat Wesker es auf dich abgesehen? Ich weiß die nicht. War da schon mal da oben eingehen können, ne? Bevor ich total müde wurde. Dann müssen die Antworten wohl von ihr kommen.
Da ist der böse Mann. Oh, das ist ja mal eine ganz üble Suppe. Ja, sieht sehr übel aus. Hat der Nieren geschissen. Okay, also, willst du nochmal hoch oder? Mal ausprobieren? Ja, lass mal nochmal hoch. Nein, Kurve geht nicht mehr. Verkackt! Was waren das für Zuckungen? Kein Datensatz erfunden. Es braucht Authentifikation. Wir haben wohl Pech. Ich glaube, ich habe dieses Gerät schon mal gesehen. Sieht aus wie ein Vault-Eingang. Vault 101. Kann ich das Gerät mal versuchen? Nein. Nein? Okay. Ab nach Hause. Kein Datensatz erfunden. Ja, mach du mal. Naja, muss ich sowieso machen. Siehst du? In deine Fußspuren oder was? Nee, weiß ich nicht. Das sind immer so Hinweise für die Kläne, dass sie da immer irgendwas ist oder dass ich da irgendwo durchgehen soll oder so. Datensatz gefunden. Zugang gewährt. Hallo, Alex. Talia, wie hast du... Ich weiß nicht. Ja, der jetzt gerade keine Waffe in der Hand hat, hast du gesehen? Er hat so getan, als hätte er eine in der Hand, oder? Ja. Was ist der gerade? Ey, da ganz schön vibriert hier. Genug geredet, alte Frau. Barry! Ja, du wirst sterben. Du bist aber nett zu dem Kind. Ist wahrscheinlich noch nicht mal ein Kind, wer weiß. Ey, mach mal auf, du schaffst das ja nicht. War nur am Gucken. Kiste! Da! Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Da jemand? Wo ist ein Bild? Ey, es sind überall welche, ne? Falls sie noch nicht befallen ist. Kannst du mal kurz hier hinleuchten? Achso, du bist gerade drin, ne? Ja. Hier ist nichts, ne? Probentransportprotokoll. Probenanfrage für die Kultivierungsanlage. Menge 70 menschlich. 70 Stück.
Industriegebiet, Bewohner der Zonen 17 bis 21. Kannst du irgendwo aufdrücken? Nee, ne? Nee. Wo eine blaue Scheibe. Ja, perfekter Ort, ne? Aber hier ist nichts. Ne. Netter Ort für den Hausbau. Ist wie in einem Film. Ich wünschte, ich könnte hier wohnen. Das sagst du. Ich habe echt genug von Villen. Er mag keine Villa. Die Schlüssel-Action oder was? Okay, jetzt brauchen wir einen Schwertschlüssel, einen Schildschlüssel, einen Kopfschlüssel, einen Wappenschlüssel, einen Insignienschlüssel, ein. Hier, was sind da Gegner? Ich schwack. Verbandmittel. Ja. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Okay, guck mal, bei mir auf dem Bild. Ist, was ich sehe. Ein Stockwerk unter uns. Da sind noch Steine unten. Wischen. Damn. Was ist denn da oben? Kannst du das abballern? Und Fadenkreuz wird weiß, ne? Genau. Muss man drauf achten. Der Punkt wird dann so weiß. Hm. Alkohol brauchen wir sowas? Ja. Ja. Schön dunkel hier die Hütte, ey. Wir haben schon zwei Lichter an, weißt du? Erinnert mich gerade an die Toilette in der Schule bei Phasmo. Really? Die hässlichen Dinger hier. Also ich dachte ja, du sagst ja von wegen in deiner Schule oder so weiter. Nee. Die sahen besser aus. Ja. Hier ist das Jungsklo. Nebenraum ist ein Gegner, wa? Richtig gesehen? Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Ja, hier links. Unten der Fuß. Da
vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Das Monster! Da geht er down. Jetzt auch richtig gesehen. What is it? Stopf. Wappenschlüssel. Gibt's da noch mehr? Hier gekommen? Nein. Ich gehe meine Karte langsam. Jedenfalls brauchen wir auch einen Wappenschlüssel hier. Ist hier oben noch irgendwo was? Ich würde jetzt ungern runtergehen. Weiß ja. Kennst ja meine Devise Stockwerk für Stockwerk und hinten war auf jeden Fall noch was. Gehen wir da erstmal gucken. Ja, ist mit dem Stockwerk noch nicht fertig. Vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Das ist, glaube ich, am Kopf oder so. Ja, sie haben Kopf. Das Monster kommt! Das Monster! Da geht er down! Ein Schuss? So sehen wir, wie mächtig die ist, ja. Wenn du nur einen Schuss kriegst, ey. Macht aber auch viel Damage mit 700 oder so, ne? Tagebuch des Leiters der Forschungsanstalt 1. Das T-Phobos-Virus zu entwickeln war ein echter Glücksfall für mich. Die anderen Forscher sahen keinen Wert darin. Ein Virus, das ausbricht, wenn der Wirt Furcht empfindet, reagiert auf Noradrenalin. Das ist nutzlos, sagten sie. Zu meinem Glück war Alex anderer Meinung. Nachdem sie meinen Bericht über das Virus gelesen hatte, interessierte sie sich sehr für dessen einzigartigen Eigenschaften und ernannte mich zum Leiter der Forschungsgruppe. Und als wir uns dem Abschluss näherten, wurde ich zum Forschungsleiter gemacht. Alex schätzt meinen Intellekt. Es ist eine Ehre, für sie zu arbeiten. T-Phobos, was wollte sie hier erreichen? Wie Sie sehen Sie nichts. Schon wieder Wappenschild? Hier ist ohne Tür. Also es ist jetzt schon die dritte, glaube ich. Oder hinter sind auch wieder irgendwelche Sachen. Ein Stein, wenn ich das richtig sehe. Na gut, dann sind wir erstmal mit diesem Stockwerk fertig, oder? Jupp. Gehen wir mal runter.
Alex Wesker war ja ganz bescheiden im Vergleich zu ihrem Bruder. War sie das? Ich meine, hat sie sich wirklich umgebracht? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, die stand da und hat sich selber den Kopf geschossen. Die hat aber schon vorher ihren Geist irgendwo übertragen. Die wird dann nicht einfach so den Löffel abgeben. Dalila. Vor allem auch noch gleich die Jute-Muni, weißt du? Die Anti-Boss-Munition, ey. Die wir nie benutzen, die Waffe. Naja, ich hab's ja nicht in der Hand, ne? Erstmal in den kleinen Raum, oder? Stoff. Eine Flasche. Kann ich einen schönen Molotow machen. Albert hatte im Teil 5 eine Raketenfabrik. Ölfelder und einen umgebauten Frachter mit Langstreckenbomber und Satellitenkanone. Ja, der Typ hatte Ziele, Mädchen. Der Kerl hatte Ziele. Also das, was du jetzt unter der Treppe gefunden hast, ne, ist noch eins der leichteren Embleme. Das sind diese Dinger. Hey, guck dir mal den Kopf an. Alex hat sie erschaffen. Sie alle. Sieht ein bisschen aus wie Hellraiser. Irgendwann schütteln doch. Nee. Gesund ist anders. Really? Ich wollte bloß ausprobieren, ob es geht. Ich würde sagen, geht, ja. Das Monster kommt! Das Monster! Erstmal weg hier. Das Monster kommt! Das Monster kommt! Das Monster! Das Monster kommt! Das Monster! Das war's mal mit den 7 Kräutern, wa? Yep. Gleich bin wir ja wieder. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Wenn schon, denn schon, oder was? Alex war halt klassischer. Sie baut einfach eine Villa. Das stimmt, ja. Vielleicht kriegen wir ein Special-Item. Wenn wir alle kaputt machen. So, noch einer. Richtet Richter Oberschenkel. Es ist nah, aber sieht uns nicht. Das Monster! Oberschenkel, ja. Das Monster kommt! Nice. Nummer 5 Pistolenmuni. So, wo hat's der? Da vorne ist etwas. Am Sei Kopf. Vorsichtig. Das Monster kommt! Upsala. Da vorne
Upsala. Okay, Muni für dich. War ja sonst irgendwas? Nö, ne? Nö. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hab dich jetzt schon mal gefragt, aber hast du einfach Resi 5 oder Resi 6? Nee, hab nicht. Okay. Oh, ich hätte gerne meine Karte langsam, ey. Wir müssen, dürfen nicht vergessen, dass da hinten noch eine Tür war. Sparen. Kann ich auch mit dem Messer die Stelle zerstören? Ja, wa? Theoretisch. Es ist nah, aber sieht uns nicht. Aber so ein Kopf, ne? Jetzt mal. Das Monster! Jetzt auf den Kopf. Das Monster! Das Monster kommt! Wird nicht wahr. Das Monster! Das Monster kommt! Das Monster! Ja, ja, ja. Lol. Das ist eine Bank, wa? Sehe ich das richtig? Jo. Siehst du das eigentlich hoch rechts unten, wenn das Internet mal schlecht ist? Dieses Übertragungssymbol? Nee. Okay, ist nur bei mir so, ja, dass ich jetzt sehe. So wie jetzt wieder. Weil manchmal wird es halt gelb und dann irgendwann wird es rot. Wenn es rot den wird, so, dann ist hier super leck. Den so, was ich sehe, ist dieses Speichern. Okay. Bericht über das Ouroboros-Virus. Erstens, das Ouroboros-Virus etabliert sich in organischem Material, wenn es in einem Leichnam indiziert wird. Bildet es einen Kern und reorganisiert dann das organische Material um diesen Kern herum, wodurch es den Leichnam reanimiert. Gleich müsste es wieder weg sein. Das Internet? Kann sein, ja. Zweitens, der Kern fungiert als das Steuerungszentrum des organischen Wachstums. Der Kern zu zerstören negiert auch den Reanimierungsvorgang. Meine Fresse. Die Quali ist so schlecht. Also, ja. Drittens. Verstehe. Willst du weiter vorlesen? Nee, nee. Mach mal. Die Fähigkeit des Virus, sich in organischem Material auszubreiten, ist extrem hoch. Würde eine Probe je die Grenzen dieser Anlage durchbrechen, würde es die Insel in einen Friedhof verwandeln. Alle Sicherheitsmaßnahmen müssen strengstens eingehalten werden. Natürlich hat sie auch Ouroboros in die Hände bekommen. Leck. Ja, sein Router müsste bald neu starten. Ja, ich glaube, gestern war es um 21 Uhr
40, so in dem Dreh? Ja. Ist ein Vorzeichen, ja. Dabei immer, wenn wir zusammenspielen, ne? Kiste. Wie, wenn wir zusammenspielen? Wenn ich alleine spiele, hier zum Beispiel Wochenende war gar nichts. Spielst du da auch zwischen 20 und 24 Uhr? Da gehe ich auch immer. Zwischen 20 und 24 Uhr? Ja. Keine Ahnung, wo nicht. Wir müssen mal die andere Tür gucken, ey. Wer weiß, was da liegt. Tagebuch eines Forschers. Ab heute haben wir begonnen, die Auswirkungen des Urbovis auf Leichen zu untersuchen. Wir halten jeden Tag eine gute Anzahl Leichen frei Haus. Stuart stellt durch seine tüchtige Arbeit sicher, dass es uns nie an Forschungsmaterialien mangelt. Sofort haben wir uns daran gemacht, das Virus in eine der Leichen zu injizieren. Die Leichen wurden reanimiert wie eine Art Marionette. Für wahr, eine extrem aggressive Marionette. Sie greift jeden an, der sich ihr näherte. Diese Forschungsarbeit kommt mir mehr und mehr wie Biowaffenentwicklung vor. Dürfen nicht vergessen, dass wir hinten... Dass wir hinten auch noch eine Tür hatten, ne? Ja, dann machen wir die, sobald ich das hier... Oh, Feuerrate 3 wieder. Nein. Muss gucken, wie viel Schuss du noch hast, ne? Was sich das am besten lohnt. Die hat fast gar nichts mehr, die AK hat noch 60 Schuss. Ja, mach ich hier bei 125, die macht hier 109. Wenn's geht. GT. Geht nicht. Die hat schon Feuerrate 3. Die darf nicht. Ja, dann Revolver, wa? Oh, schöne Waffe. 700, die macht 100. 1100 macht die. Mhm. Ja. Alonia hat auch. Was gegeben. Sag mal, warum kratzt du denn heute irgendwie? Wie kratzt du heute? Wie jetzt durch Reden oder was? Ja, manchmal beim Reden, aber auch das Spiel kratzt manchmal. Ja, und jetzt? Nochmal neu starten oder was? Wieder nicht, wann er jetzt hier gespeichert hat. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Oh, kratzt immer. Kratzt wieder. Und mega lag, ey. Ja, start mal nochmal neu, bitte. Aha, okay. Wo war denn jetzt die Tür? Die war unten, ne? Yep. Ja, da ist mal drin. Bin halt los. Hat der gespeichert? Ist das völlig blau oder ist das Silber? Das ist Silber. Oder hat er das gespeichert, oder was? Kann er gerne nochmal rauf. Dies. Aber die kleine Waffe, ne? Nicht die dicke. Die ist Silber, glaube ich. Ja, die ist Silber. War hier nochmal irgendwas? Nee, ne? Ach, hier ist bloß ein Klon. Hä? Wollte ich vorhin duschen? Also hat man. Haben wir jetzt ja keine Tür übrig gelassen, oder was? Nee.
Doch, liegt hier. Ich weiß nicht, ob das Feuer schon hier lag. Keine ja, Ahnung. Ja, kann mich dran erinnern, ja. Die machen wir jetzt aber nicht noch. Nee, ach so. Machen wir nicht. Wir gucken mal. Vielleicht kommen die ja nochmal. Alex hat sie erschaffen. Sie alle. So, was haben wir hier drüben? Alkohol, wa? Ach nee, Rauchpulver, okay. Ja, dieses Spiel hat einfach viel zu wenig Flaschen. Hier liegt Muni, wa? Nee, hier ist mal ein Rubin, guck mal einer an. Sind wir hier letztes Mal runter? Nee, ne? Nee. Da war auch noch. Muni drin. Da ist nix. Ich kann versuchen mit dem Messer den zu killen da. Naja, Messer ist zu teuer, oder? Meinst du nicht? Okay. Kommt jetzt erstmal nur Ena anscheinend. Na, kommt er oder kommt er nicht? Auf jeden Fall ist da eine Kiste drin, habe ich gesehen. Das Monster kommt! Ich weiß nicht, welcher Fuß das ist und wer der linke oder der rechte. Das Monster kommt! Oh. Oh, sehr stark, oder? Molotow? Ja. Vielleicht hat umsonst drauf geschossen, wa? Du hast gerade umsonst drauf geschossen, ja. Wie reichen noch? 2 Stück. Sicherheitskarte Stufe 1 brauchen wir hier. Okay. Was ist es? Eine Tasche Magnum. Weil wir auch so viel davon finden, ne? Ja. Aber was heißt das denn? Wird der Stack denn nur größer? Also vorher konnte es ja bloß 6 Schuss pro Platz halten. Sind das dann 12 pro Platz? Oder was? Weißt du, ich mein? Ja. Weil hier ist ja Maximum jetzt. Gewehr ist 15 zum Beispiel. Und Magnum sind 6 gewesen. Ist das jetzt 8 oder ist das jetzt. Oder 12 oder 10? Da steht 8 jetzt. Unten. Ja, so viel Muni hast du insgesamt. 6, 5 in der Knarre und 3 im Backpack. Nicht weiter, ne? Ne, hier ist nur die Sicherheitskarte Stufe 1 brauchen wir hier. Ansonsten können wir jetzt mal weiter, ja. Das war aber nicht die Tür, die ich hier meinte. War eigentlich noch eine andere Tür? Mir war so, als hätte man eine Tür irgendwo vergessen. Ja, auf jeden Fall müssen wir so nochmal zurück. Weil wir ja noch den Wappenschlüssel brauchen, ne?
Aber jetzt läuft es ein bisschen besser wieder, ja. So, das hatten wir ja schon. Natürlich hat sie auch Ouroboros in die Hände bekommen. Oh, da ist eine Kiste. Zwei. Komm mit mir. Was willst du von mir, wa? Hat man jetzt schon? Ja, haben wir schon. Okay. Stufe 1 haben wir jetzt. Ja, ganz zum Schluss kriegen wir wahrscheinlich dann das Wappen, den Wappenschlüssel oder so. Wo wir dann in die letzten Räume reinkommen. Probenbeseitigungsprotokoll. Die Leiche des Wissenschaftlers, der von der Testperson getötet wurde, wurde zur Leichenhalle hinter dem Beobachtungsraum gebracht. Der Körper wurde sterilisiert. Persönliche Gegenstände, wie etwa Schlüssel, wurden ebenfalls sterilisiert und werden in der Leichenhalle aufbewahrt. Okay, müssen wir also zur Leichenhalle anscheinend. Schlüssel, Kiste. Das ist noch irgendwas hier? Yes. Nö. Würde ich jetzt sagen, nö. Auf zur Stufe 1. War vorher aber nicht da, oder? Ist das Kraut voll? Gehen Scheiße aber. Irgendwann brechen die aus, glaub mal. Ja. Der große Tier.
wieder irgendwas Rotes. Oh. Das sind ja so eine Unsichtbaren. Es kommt näher! Es kommt näher! Nice. War hier irgendwo so ein Steinchen? Hier ist so ein Steinchen. Upsala. Sorry. Das Monster kommt. Nice. Ich wollte hier versuchen, den Käfer mit dem Stein abzuballern. Komischer Käfer. Oh, der geht also doch mit dem Stein. Also du kannst nicht aufballern, siehst du? Die Kleine muss sie mit dem Stein abschmeißen. Und Moira? Mit der Taschenlampe, oder? Ja. Aber nicht mit der normalen Taschenlampe, sondern mit dieser fokussierten Taschenlampe. Ja. Hätte ich ja schon so viele Lapen da abballern können. Das wissen wir ja vorher mal nicht. Ey. Okay. Also, wo waren jetzt die 1? Die war hier, oder? Genau. Aber hier zu wissen, was man da für den Stein braucht. War ja eigentlich die einzige Möglichkeit nur noch, ja. Du hast ja schon rufgeballert und alles. Ja. Hat und Messer geht auch nicht. Und Messer ging auch nicht, nee. Also rechts sind gar keine Gegner, aber hier links sind welche. Ich meine, dass da die Leichenhalle ist. Alboru. Klingt hier sonst noch irgendwas? Nö. Irgendeine Scheibe? Hm. Ich bin am gucken. Notiz eines Forschers. Da der Chef bei einem Experiment umgekommen ist, wurde die Sicherheit der Kultivierungsanlage auf Stufe 2 erhöht. Ich habe gehört, dass neue Sicherheitskarten im Chefzimmer ausgegeben werden. Ich habe das nur überhört. Also werde ich wohl kaum... Was? Ich habe das nur überhört, also werde ich wohl keine bekommen. Hat das mit Absicht oder was? Hä? Vielleicht ist das auch besser so. Diese Kultivierungsexperimente mit dem Ouroboros-Virus scheinen echt gefährlich zu sein. Hier ist nichts, oder? War da gar nichts drin? Nicht mal irgendwie ein Item? Ja, wirklich nur dieser Zettel drin und das war's, oder was? War's, ja. Wenn wir jetzt das Spiel beenden, neu laden, dann ist hier bestimmt was. Meinst du? So, alles random. Nur über Hörensagen erfahren ist ein Übersetzungsfehler. Ach so, okay. Danke, Mädchen. Probieren? Ja, komm.
mit mir nichts. Okay, jetzt sagen wir, das ist er nicht. Oh, den Wappenschlüssel. Da habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass wir den als letztes bekommen. Ja, toll leuchtet, oh Gott. Meine. Hier ist irgendwo ein Gegner drin, oder? Ja. Auch meine. Da geiler Loot drin ist, was meinst du? Könnt Scanner aufmachen. Ha! Super, mein Glückstag. Easy. Wenn du ganz genau triffst, kein Problem mehr. Aber war nichts drin, leider. Sie hier nicht mal versuchen, wie eine blaue Scheibe zu verstecken. Oder sich hier anbieten, weißt du? Da einfach eine blaue Scheibe reinzuhängen. Www, ein Zombie, den habe ich mir schon immer gewünscht, Skol Happy. Oh, ein Zombie. Oh. So, weiter war hier nichts, ne? Nee. Sehr schön. Also, wir haben jetzt den Wappenschlüssel bekommen. Und ich nehme mal an, dann kriegen wir auch Stufe 2. So, hier war nichts, ne? Und Sackgasse. War das wirklich ein Zombie? Der sah ganz anders aus. Komm, Mädchen, sei mal ehrlich, wie viele Leichen hast du denn im Keller versteckt? Ist klar, schieß! Nicht klar, schieß! Sechsundvierzig. Übertreiberin, du. Mädchen muss immer übertreiben, ey. Ne, hier gehen wir falsch lang, ne? Yep. Der Raum war schon richtig, aber irgendwie... Ah, hier lang, wa? Okay. Wie viele Wappenschlüsse waren das jetzt? Oder Türen, besser gesagt? Drei, wa? Drei, ja. Okay, haben wir schon mal den ersten. Ja, sowas brauchen wir hier nicht, ne? Bin eh voll. Mitgenommen. Ich habe meine Flaschen weggeschmissen und die ist auch. Machst du eigentlich die Spinte nicht auf? Ich konnte die nicht aufmachen. Nur du kannst es. Ne, du musst dich da vorstellen und steht da ganz fett A. Ah. Wie bei einer Tür.
Bin so lang gegangen. Hinter, da war nichts mit A. Nee, da muss ich einfach nur da vorstellen. Das ist ja nicht so lang gelaufen. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Das Monster kommt! Karte sagt hier lang. Da war die. Da sind die Klosets. Da war eine Sackgasse. Gleich so blau. Braucht man nicht, ne? Ist auch Gold, braucht man nicht. Gibt einen Platz weg. Tagebuch des Leiters der Forschungsanstalt 2. Heute kam Stuart vorbei und lieferte die Proben, auf die wir gewartet haben. Das Ouroboros-Virus. Wir haben unsere Arbeit an T-Probos beendet und wenden uns nun Ouroboros zu. Die Untergrundebene der Anlage wird extra für diesen Zweck umgebaut. Ich bin so aufgeregt, dass ich weiter unter Alex' brillantem Intellekt arbeiten kann. Eine Stunde hat geschlagen. Da ist der böse Mann. Du weißt ja, du wirst sterben. Und deine Tochter ist schon tot. Die lebt. Die ist gefangen. Gefangen gehalten. Die lebt nicht mehr. Die ist tot. Bitte viel gegen der müssen wir noch kämpfen, ey. Die hat sich schon verwandelt oder so. Moira? Hm. Und dann kommt erst der Endboss. Ist durchaus im Bereich des Möglichen. Hinter der Tür ist noch was. Aber es waren jetzt erst zwei Wappentüren, ne? Wo sind jetzt die dritte? War die unten irgendwo? Ich glaube, die war unten irgendwo, ne? Hopp! Fuck! Hopp! Das Monster kommt! Das Monster! Sven, das Monster kommt! Das Monster kommt! Das Monster! Sven, das Monster! Sven! Wie ich ausgewichen habe! Relativ am Eingang, oder? War nicht hier irgendwo? Ah ja, hier, ja. Das ist eine Abkürzung. Ein Shortcut, kann man auch sagen. Ja, dann viel Spaß.
Schussstrein. Oh, Mutti Schuss wieder. Jo, bis gleich. Warte mal. Pistole vielleicht, Multischuss. Sniper. Shotgun. Sniper war natürlich auch nicht verkehrt, ja. Nee, warte mal, warte mal. Obwohl, die Revolver benutze ich so häufig, wa? Multischuss wäre ja 2 Schuss. Und 2 heißt, doppelt so viel Schaden, ne? So wie die. 2200 dann. Aber, doch, kannst du reinmachen. Ja, dann machen wir das da rein. Ist halt gut vom Boss, ne? Feuerrate, da haben wir schon 3. Geladener Schuss. Was hier gedrückt halten. Ja, wäre was für ein Sniper. Mhm. 500 macht die Waffe verbessern. Ah. Da soll ich irgendeine auswechseln? Was ist denn mit dieser M4 da vorne? Wie viel Schuss hast du denn dafür nochmal? 54 schon wieder. 60. Ja, ich nur 8. Die hebe ich mal auf den Boss. Auf jeden Fall, ja. Wenn ich jetzt doppelt so viel Schaden macht. Würde ich die hier auch nichts. Schuss. Mit der rechten Steuerung, rechten Stick kannst du nochmal ranzoomen. Alter. Da siehst du ja jede Pore, ey. Das ist wie er schon in mich reinkriecht, Alter. What the fuck? Hattest du nicht hier oben irgendwie so einen Leberfleck oder so? Die Verletzung meinst du? Ja, ja, das ist ja, aber es ist auf den anderen Model. Achso. Okay. Auf den anderen Skin. Ja, hat sie die Verletzung nicht. Also jedenfalls nicht bei dem Skin. Du Alkohol. Musst erschöpft sein, Natalia. Mitnehmen? Brauchst du eine Pause? Mir geht's gut, Barry. Danke trotzdem. Oh, hier sind 2 Flaschen. Really? Nice. Really. Desinfektionsmittel. Kannst du eigentlich hier bei den Fähigkeiten irgendwas machen? Nee, ne? Jetzt so? Kannst du jetzt was kaufen? Zum Beispiel hier vorne die Molotovs? 4800? 4800. Dann würde ich mir vorschlagen, kaufen wir nochmal hier Molotovs, dass die 50% sind. Nee, kann ich nicht kaufen. Nee, okay. Hätte sein können. Desinfektionsmittel. Ja, vielleicht kommt wieder irgend zum Gegner, der uns voll spritzt. So, ich habe 2 Flaschen bekommen. Ich gebe dir nochmal ein Mol. Ja, der auch 2 gebaut hat. Oh, du hast ja noch genug Platz. So, ist hier sonst noch irgendwas? Scheibe, was leuchtet? Nicht mehr, irgendein Edelstein oben an der Decke. Eine blaue Kiste hier unten.
Oder ist das ein Spind? Kann ja wohl ein Spind sein oder was. Oder so ein Stromkasten oder so. Kiste. Out. Nimm mit. Nein, sie da muss nur wieder 6 Stück. Okay, hier gibt's ein Feuer. Feuertonne. Das ist bestimmt gut für. Vielleicht kommen hier ein paar Gegner oder so. Wenn man die dann benutzen kann. Kommen gerade sehr viel Muni. Ja. Naja, merke ich. Hier liegt auch nochmal Muni. Sturmgewehr. Hier ist auch nochmal irgendwas. Magnum, okay. So, nochmal Muni. Saphir kann ich mitnehmen. Ist auch nochmal Verbandsmittel. Davon habe ich auch noch 5. Man kriegt hier gerade sehr viel Zeug, als wenn hier gleich was kommt, ja. So eine Brandflasche. Das ist jetzt 8 Stück. Na ja, los, oder was? Okay. Gucken, ob er nochmal speichert. Schalten wir die Gegner aus. Achtung! Achtung! Abnormale Virenmengen festgestellt. Quarantäneprozedur eingeleitet. Das Monster kommt! Alle Türen werden verschlossen. Fahrtöne sind außer Betrieb. Ist die Gefahr vom Event. Ist der Dicke da oben? Also noch kannst du aufs Gesicht ballern, wa? Mit der Sniper? Ja. Wenn ich zoomst du noch mal ran. Sehr schön. Achtung! Achtung! Abnormale Virenmengen festgestellt. Quarantäneprozedur eingeleitet. So weit kommt er ja nicht. Der ist tot. Oh, hier ist irgendwas Unsichtbares hinter mir. Da ja. In der Ecke. Es kommt näher. Da, schieß! Das ist links. Ja, genau. Weiter links. Barry, die sind nah. Es kommt näher. Weg. Weg. Ich denke, das ist One-Hit. Schmeiß mal Molotow oder sowas hin. Ja, nice. Okay, wo ist das Fliegeding? Nur noch einen Moment, halte durch! Okay, sehr schön. Da oben ist noch einer. Das Monster kommt! Und zwei, pass auf. Normal.
maximale Virenmengen festgestellt. Ja, er hat den gerade getroffen. Achtung! Hier ist tot, da ist nur einer. Lupfi hier, in der Ecke. Ja, ja, vor dir, genau vor dir. Sind links. Wie heißt er? Hab ich. Der Dicke ist hier hinten, ne? Das Monster kommt! Ist unten? Achtung! Achtung! Abnormale Virenmengen festgestellt. Quarantäneprozedur eingeleitet. Alle Türen werden verschlossen. Das Monster kommt! Fahrstühle sind außer Betrieb. Nachladen. Das Monster kommt. Ja, auf das Feuerding. Nice. Gefahr eliminiert. Alle Türen aufgeschlossen. Ah, war schon Stress. Alles klar, steig ein! Ja, fandst du? Ja, ein bisschen. Oder? Okay. Irgendwas? Nö, ne? Wow. Alles erledigt, war doch easy. Wisst ihr, was du hast? War voll easy. Ja, du sagst es so. Wollte ja kommen, was machst. Ja, sonst muss ich immer alles machen, Alter. Wie alles? Vielleicht kommt hier eine Scheibe runter oder so. Vielleicht, ja. Dieses Lied. Du kennst es? Ich weiß, ich mag's nicht. Und soll das sein, hier Puppen oder was? Ja, so ein Puppen. Ja. Spooky. Die ist voll creepy, die Puppe, ey. Ih, die hat ein Auge. Lol. Ja. Und ich drauf schießen kann? Guckst du denn da bitte schon hin? Gut machen wir. Eine Porzellanpuppe. Und hier ist nichts, oder? Oh, doch hier Magnum Muni. Sturmgewehr. Aber in Resident Evil Spielen, da regen sich immer alle drüber auf, dass sie kaum Munition und sowas haben, ne? Aber eigentlich kriegst du genug in den Spielen. Aber die meisten beschränken sich immer nur auf eine Waffe oder so, oder auf maximal zwei Waffen, weißt du? Aber du kriegst halt für alle Waffen Munition und nicht nur für zwei Waffen. Thank you.
bin ich falsch. Du bist falsch. Bestimmt hier oben irgendwo was Blaues. Pass mal auf. Was war das? Weiß ich nicht. Warst du das nicht? Ja, ich glaube, die Puppe ist hier gerade runtergefallen. Haben wir aber nicht gesehen. Wieso, Alex? Was haben Sie gegen sie? Möchte ich jetzt links oder rechts? Ah, okay. Und hier, bitte? Hass auf Natalia. Ich habe überlebt. Meine Rettung war nicht der Tod. Und allein ich bin daran schuld. Als ich den Abzug drückte, in dem Moment der Gedanke, dass ich von dieser Welt verschwinden würde, ich, ausgerechnet ich, begann Furcht zu empfinden. Wie ironisch. Die Viren in mir haben meinen Körper fast bis zum Tode verwest. Ich retteten und retteten mich schließlich. Verwesten. Genau. Ich bin hässlich geworden. Ungeheuerlich. Ich kann meinen eigenen Anblick nicht ertragen. Das bin ich nicht. Ich. Das bin nicht ich. Diese hässliche Kreatur. Aber bald wird ein neues Ich wahr erwachen. Das Gefäß, in das ich mich übertragen habe. Ich kann es nicht erlauben. Ich verbiete es. Sie ist die Hässliche. Und doch wird sie mich ansehen und darüber lachen, wie hässlich ich bin. Warum bin ich so hässlich geworden? Alter, ist die hässlich. So was von du. Ich bin ich, aber ich bin es nicht. Ich bin als ich selbst aufgewacht. Aber auch sie wird als ich aufwachen. Beide sind echt. Nein, es kann nur eine echte Version von mir geben und das bin ich. Sie kann niemals ich sein, sie ist falsch, darum kann ich nicht zulassen, dass sie fortdauert. Sie muss eliminiert werden. Ich bin ich, nur ich bin echt. Ich werde jene Abscheulichkeit einsetzen, Alberts letzte Hinterlassenschaft. Ich werde diese unerträgliche Insel in Ouroboros ersticken. Sie wird ausgeweitet werden, sie wird Furcht kennenlernen. Du wirst die kalte Umarmung des Todes spüren, Natalia. Und dann, wenn du stirbst, du Fehler, werde ich deinen Körper einnehmen. Ich werde mein echtes Ich werden. Natalia, du musst sterben. Natalia oder Natalia? Natalia steht da. Da, ganz oben. Hass auf Natalia. Natalia. Also ich lese Natalia. Aber kann man lesen, wie man will, oder? Ist ja nur eine Aussprache, oder? Also. Natalia oder Natalia. Ist ja wahrscheinlich sowas wie David oder David, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ich lese dann Natalia. Aber es könnte auch Natalia sein, ja. Da gebe ich dir recht. Ich Pulver ich jetzt eingesammelt. Komm mit mir! Thank you.
gibt es einen Showdown hier oder was? Dann kannst du nochmal gucken oder ob du irgendwas umstellen willst. Gut. Ist gut, Stick. Beruhige dich, Stick. 150. Also du willst nichts ändern? Nee. Wahrscheinlich jetzt ein Dauerschläfe, wa? Ist das das erste Wort, was sie sagt? Ich oder falsch? Nee. Echt oder falsch? Das Video heißt Natalia. Du Fehler. Natalia ist nicht Natalia ist wirklich. Oh, wieder ein Video? Da ist eine Verletzung, siehst du? Yep. Natalia! Oh, nicht das noch. Ich weiß jetzt, wie du dich gefühlt hast, Olga. Leben genügt nicht. Ich will trotzdem hier. Was will sie? Wird sie noch stärker, ne? Na sicher. Ja, die hat sich ja gerade mit Ouroboros nochmal gespritzt. Muschi! Titties! Zwei Titties! Titties! Barry guckt da nicht so hin, Mensch. Heilige Scheiße! Du kriegst sie nicht, Wesker Beast! Warum gucken die eigentlich immer zu bei der Verwandlung, ne? Schon aufgefallen? China, ja. Schießt drauf. Wir gucken immer erst zu, wie sich das scheiß Vieh verwandelt. Anstatt immer aufballern. Besiegen sie Alex. Na toll, das kann jetzt was werden, ja. Ja, ohne. Naja, die ist ja erstmal abgehauen, ne? Jetzt kriegst du nochmal schön Items in den Arsch geschoben. Für den letzten Kampf. Ein Stein, wenn du brauchst. Der hier? Yep. Okay, hier ist noch ein Stein. Was ist da? Was ist das? Irgendwo. Warum hassen Sie sie so sehr? Das Monster kommt! Das Monster kommt! Das Monster kommt! Alter, ist sie groß. wo muss ich eigentlich hinschießen? Alles. Ich hab keinen Schwachpunkt.
dir gegeben wurde. Und ich lehne dich ab. Der Tod war meine Rettung. Ich war mir so sicher. Du bist falsch. Du bist falsch. Ah, hast du gesehen? Ja. Da kommt manchmal was Gelbes raus. Ich soll dir doch sehen. Verdammt, wo ist die hin? Ja. Ist hier den nicht Gelbe? Ja. Okay. Denk dran, ne, das Boss. Kannst ruhig mit dem Revolver rufballern dann. Schön auf das Gelbe rauf. Wo ist er denn? Wo ist sie? Gehen wir hier nach oben zum Feuer. Da ist auch nochmal eine Kiste. Hier liegt Magnum drinne. Schön auf das Gelbe rauf geballert. Ja. Nice. Revolver. Sei einfach still. Ja. Ist sie tot? Tot. Oh, easy. Ist doch den ältesten Trick überhaupt reingefallen, Sven. Wusste ja, dass sie noch lebt. Was? Nicht lebt. Tauschen Sie jetzt Ihre Körper? Oder? Verwandelt sie sich. Ist die hässlich? Jetzt beißt du schön rein, weißt du, wie, so, wie in so einen Apfel. So deine Kralle aus. Sind böse oder gut? Natalia. Was machst du? Natalia. Natalia? Bitte nenn mich Alex. Hm.
Nein! Zwing mich nicht dazu! Zwing zu was? Barry. Weg ist er. Und das ist ein Kackende. Wirklich? Das war das Ende? Ende. Es gibt zwei Endings. Wir haben das Schlechte erwischt. Lass mich raten, das Gute, da muss man alles einsammeln oder was? Alle blauen Schriften, alle Käfer. Oder wie oder was? Nee? Und Sven, wie fandest du das Spiel? Es ist. Das ist alles? Das ist alles. Nur stressig. Und ein Controller. Boah, Tastatur. Kein Problem gewesen. Kapitel 3 Endboss? Welcher ist denn das? Der am Aufzug? Wie soll man das dann schaffen, ey? Na klar, muss ich ihn erstmal runter zwischen, ne? Aber ich sag mal so, jetzt wird ja das Spiel auch immer wieder einfacher, ne? Je länger du das spielst, umso einfacher wird das ja auch. Gute Ende hat mehr Story und einen zusätzlichen Boss. Ich muss sagen, ich fand das Spiel ja nicht mehr so schlecht. Über die Episoden kann man sich natürlich streiten. Aber so im Großen und Ganzen war halt nicht schlecht. Die anderen zwei Episoden. Kleine Mädchen oder die kleine Frau und die Prüfung. Mal gucken, was das ist. Nach der Reihenfolge dann, ne? Ja. Thank you.
Claire Redfield hat James Baker gesprochen. Okay. Okay. Das gute Ende ist übrigens Kanon? Canon? Was soll das heißen? Ach so, das meinst du. Das meinst du. Ja. Hat er denn irgendwann mal ein gutes Ende machen? Hm, glück nicht. Muss ich denn Arena spielen halt? Ja. Musst du mal schön wechseln, denn. Die Generation, ja. Danke fürs Spielen. Echt oder falsch? Bildfilter. Oh, Kostüme. Klassisch. Wir haben neue Kostüme gekriegt. Ja, mal gucken mal. Und eine Bonuswaffe. Armbrust. Mhm. Rotten. Nicht ins Gesicht. Über 2 Stunden haben wir gebraucht noch. Hat ja doch ganz schön lange gedauert.